1212 Mikrofoncheck. Ich hoffe, ihr seid drauf. Wir machen weiter mit Occupy Mars. Dem Prolog. Tja, ich bin ja da gestorben und habe am Schluss dann noch entdeckt, dass uns der was war es jetzt nochmal? Batterie war es nicht. Sekretierbehälter, Transformator. Den müssen wir bauen. Tja, da brauchen wir eine Aluminiumplatte. Okay, er macht. Dann eine Glasplatte. Und viermal Elektronik. Wo sind die? Wo sind die viermal? So. Das wird jetzt mal gedruckt. Warnung vor Schlafentzug. Ja komm, die Hälfte haben wir noch. So, jetzt sollten wir die Sachen gleich im Inventar haben. Nee. Oder? Du? Marcelle. Platte und Elektronik. Ja, alles da. Sehr gut. Wo ist unser Habitat? Ah, da drin. Machen wir. Fallschaden. Ja, nö. So. Wir wollten hier einen Transformator. Nee. Von hier geht er rüber. Ja, genau. Die müssen in den Transformator rein. Ja, wie, was, wo? Ich hab doch. Also, ich das Material jetzt nicht, oder wie? Okay, habe ich das jetzt nicht aus dem. Da werde ich wohl noch einmal ruhen. Wo ist da der Eingang? Drüben. Dann werde ich mal kurz schlafen gehen. Eine Luftschleuse. Oxygen set. External. So. Ein paar Stunden können wir schlafen. Mit dem Wasser, was wir in uns haben. Sind wir jetzt 19 Uhr? Wollen wir in der Nacht arbeiten, wird dann anders gehen, ne? Ja, bis 5 Uhr morgens werden wir nicht durchschlafen können, oder? Na doch, geht sich aus. Und dann müssen wir mehr Strom generieren, damit unsere Pflanzen noch wachsen. Ups, was ist das? Aha, genau, der Safety kurz danach. Dehydration detected. Ja, habe ich mir auch gedacht. So, wie schaut es mit Sauerstoff aus? Ja, auch und Hunger auch. Aber nicht so viel. So, mein kleines Frühstück. Und Oxygen set. Suit. So. Licht. Kamera Action. Und jetzt. Was? Na, von irgendeiner Temperatur. Jetzt schon? Nein. Oh mein Gott. Wie komme ich denn?
Keine Energie. Okay. Komm schon. Oxygen set. External. Ja, dann müssen. Maschine bedarf Strom. Was? Wieso? Wie? Wie? Ja und? Also die Zerkleinerungsmaschine. Ja, passt schon. Wir sind nicht leer. Wir holen uns mal ein bisschen Material, solange die Temperatur draußen nicht so vorteilhaft ist. Der Trucker-Sound ist geil. Ja, ich muss mein Headset ein bisschen runterdrehen. Ich hoffe, der Sound ist nicht so laut für euch. So, lass mal gucken. Und Karan auspacken. Sagt er nicht. Haken. Also, hier haken. Nee. Haken anbringen ist nicht. Also der Verkehrsträger, aber ein bisschen. Und jetzt wieder zurück mit dir. Dann auf die Art. So, Haken ist dran. Hinten haben wir ein Eisenvorkommen, aber der ist natürlich zu groß für uns. Ich versuche ihn aber trotzdem mal aufzuheben. So, der Kran bleibt mal hier. Oxygen set. Suit. Also mit Temperatur und seine Energie geht zur Neige vom Anzug. Wo konnte man die Energie aufladen? Das habe ich jetzt verschwitzt. Das Aluminiumerz. Ich dachte, das wäre. Aluminium, Eisen haben wir auch dabei. Passt schon. Mach klein das Ding. So, ich denke mal, das müsste reichen. Oxygen set. External. Wasserrot? Da ist nichts drin, oder wie? Das will ich jetzt genau wissen. Das will ich jetzt genau wissen. Oxygen set. Suit.
eh was drin. Also nicht erst. Was scannst du da bitte? Teilkomponente, ja, Eisen. Aber wieso zeigt er mir den? Achso, kann das sein, dass der zu groß ist? Das versuchen wir jetzt gleich mal. Warte, ich mache ihn noch ein Stück kleiner. Mach mal. So. Aha, ohne was in der Hand läuft er schneller. Sehr nice. Oxygen set. External. So. Außenkamera, Kran. Ah ja, doch. Das war zu groß. Hat nichts mit dem zu tun, was drin ist, sondern nur, ob er es aufheben kann oder nicht. Ja, da geht schon was rein, ne? Ja, auch habe ich im Video gesehen, im Trailer, einen Aufsatz für einen Kran, damit man dann auch später nicht mehr aussteigen muss, um zu meinen. Okay. Mein Stream laggt. Wieso? Das war jetzt ein kurzer Cut für YouTube und wir machen direkt weiter. Der Stream bei Twitch, den werde ich jetzt leider unterbrechen. Oder? Jetzt läuft er wieder. Frag mich was. Frag mich was. Okay. Oh, meine Katze will auch gleich Aufmerksamkeit haben. Jetzt muss ich mir mal anschauen, was es mit dem Teil da auf sich hat. Oxygen set. Suit. Na, Aluminiumfans. Ach du gute Güte, Junge, wo du. Oh mein Gott, wo tun das jetzt hin? Ah. Nice. Okay, dann muss ich schauen, dass ich das irgendwie nachher ins Inventar bekomme. Ja. Ich denke mal, jetzt haben wir ordentlich was geladen. Oxygen set. External. Zuerst lenken, dann Gas geben. Immer von der anderen Seite hoch. Ich weiß gar nicht, ich versuche das jetzt mal. Sperrdifferenzial. Differential ist gar nicht mehr möglich. Was? Achso, der Kran. Falscher Weg, ne? Dachte ich mir. Falscher Weg, ja, wissen schon. Ah, da gibt es, gab es da einen Stiegenaufgang, aber den Stiegenaufgang sehen. So, einmal entladen. Währenddessen steigen wir aber schon aus. Oxygen set. Suit. Der macht es.
Und da konnte man ja Lagerbestand, genau. Oxygen low. Ja, ich will das aber nehmen. Das auch erledigt. Und da gab es einen Abgang oder wo habe ich das falsch gesehen? Laufen. Oder schaut das nur so aus? Das wirkt nur so. Ah, da ist die Steckdose. So, also die Stromzufuhr in den Transformator. Ich muss schon wieder schlafen gehen. Gibt's ja nicht. Lass mal das fertig machen hier. Du kommst da mal weg. Also nee, willst nicht. Entschuldigung. Du bleibst hier und du kommst mal weg. Das ist der Eingang. So. Oxygen low. Oh. Das ist jetzt Wasser, ne? Wasser nehme ich aber auch gleich einmal mit. Nicht wieder drauf gehen, nicht wieder drauf gehen. Komm schon. Oxygen set. External. So. Kann man da jetzt nachfüllen oder nicht? Sauerstoffflasche füllen. Nicht genug Sauerstoff. Ach mein Gott. Wieso denn? Sandsturm. Ja, der Sandsturm ist mir eigentlich nicht so wichtig wie wo kann ich die Energie aufladen? Wo kann ich meinen Anzug aufladen? Ah, ist der Sturm laut? Die Dusche. Und da vorne ist meine Kabine. Da oben ist das Bett. Ich weiß es nicht. Ich hab keinen Sauerstoff mehr. Beim Rover. Wir schaffen es nicht mehr hin. Verdammt! Was machst du denn? Gar nichts. Oxygen depleted. Produktion 4,9. Benötigte Energie. Aber die nicht. Sauerstoff. Okay. Wir werden gleich wieder drauf gehen. Warum haben wir hier keinen Sauerstoff? Verstehe ich nicht. Ich über Sauerstoff bekommen, direkt über den Dings. Hallo, Servus. Dein Nussbaumer Fred ist auch dabei. Richie, wie haben wir es? Siehst du, bin auch schon wieder drauf gegangen. Dehydration detected.
Haben wir hier jetzt auch keinen Strom, oder? Auf Lager 0. Ja, das ist unser Problem. Ich habe das am Anfang leider nicht begriffen, gemacht, wie auch immer. So, jetzt holen wir sich mal die Teile. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich die Batterie. Wahrscheinlich muss ich direkt neben dem Generator stehen. Oder das Teil braucht Strom. Aber ich muss ja nur ins Lager. Verdammt. Oxygen set. External. Okay. Wasserflaschen hätten wir ja genug, ne? Eine Sauerstoffflasche haben wir noch. So. Es ist 6 Uhr, die Sonne geht gleich auf, oder? Ich denke mal. Ja. Obwohl es natürlich weit hergeholt ist, dass Oxygen die set. Sonne aufgeht. Okay. Da auch was dazugelernt. So, das ist der vom Rover. So, das Kabel vom Rover. So. Genau, blau ist ja der Ausgang. So, und jetzt gehst du zu unserer Hütte. Und dann schließen wir noch das zweite Solarpanel an, das mittlere. Das kleine wird jetzt nicht allzu viel bewirken. Was machst du da eigentlich? Die brauche ich, glaube ich, jetzt auch nicht. So. Das läuft. Was fehlt ihm hier? Solarzellen, Aluminiumplatte, Schrauben. Okay, können wir das kleine bauen? Mit dem, was wir haben. Was? Also, Aufgabe abgeschlossen. Die Hütte mit Strom versorgen. Kleines Rohrfrühstück. Ja, aber es läuft. Das Teil hat auch Strom. Jetzt bin ich neugierig, ob das mit dem Sauerstoff funktioniert. Okay, die Pflanzen welken trotzdem trotz des Stroms, weil wir zu wenig Strom haben. Oxygen set. External. Auf Lager 39, minus 31. Ne? Wir müssten jetzt eigentlich. Wieso welken dann die? Und wo die welken normalerweise? Zu wenig Wasser? Lager 900 minus 5? Nee, definitiv nicht. Okay, okay.
Was habe ich denn da aufgenommen? Ganz am Anfang Lagerbestand. Hier. Kiste mit Kleinpflanzen, ein Werkzeug, das bei der Wiederbepflanzung verschiebt 8 Pflanzen gleichzeitig. Ah, wo? Guck mal her. Nichts mit einzeln. Servus Lee, freut mich, dass du da bist. Wann geht denn der Stream los? So. Haben wir da auf einmal ein Licht auch? Schaut so aus. 19. Ja, ich werde zu wenig Strom. Ich werde definitiv ganz kurz noch geschaut. Reicht das hier jetzt aus? Nicht genug Sauerstoff. Ich muss noch ein Sauerstoffding bauen. Beim ersten Mining wahrscheinlich gleich mehr mitnehmen müssen. Okay, Bastli. Dann später. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Wasser, Ressourcen. CO2-Wäscher. Den habe ich ja, oder? Das ist ja. Warte mal, was haben wir hier? Das ist der Brunnen. Ah, das ist der CO2-Wäscher, oder nicht? Ich weiß nicht, ich sehe es nicht mehr. Das oder das? Ja. Da kommt H2O und da kommt es auch schon. Ich hab noch so ein paar Brunnen vielleicht? Oder kriegt er zu wenig Energie? Sauerstoff gespeichert. Nee, es kommt nichts an. Wieso kommt da kein Sauerstoff an? Aber das kann nicht stimmen. Ah, geht eh automatisch auch auf. Oxygen set. External. Geht doch. Was machst du? Gar nichts. Keiner der Hebel tut was. Vier Komma neun. Da habe ich nur Licht und Wasser. Links hinten. Alter, nein. Außenbereich. Äußeres. O2. Ja, ich habe da keinen Sauerstoff. Wieso ja denn? Der Foto. Okay. Okay.
Oxygen set. Suit. Ja, komm schon. Nee, ich brauche nicht noch einen Sauerstofftank. Ich krieg den Sauerstoff für mich raus. Aber, warte mal. Nein, wollen wir sicher nicht. Achso. Das ist ja Wasser, ich sehe es ja gerade. Macht ja keinen Sauerstoff. 5 Kilowatt Energie. Geliefert 5, Verwendung 10. Ach Menno. Okay. Ich sehe schon, wo das Problem liegt. Jetzt warten wir mal bei Einzelteile. Hier haben wir jetzt nichts mehr auf Lager. So, ich wollte Solarpanel. Ich habe ja schon das mittlere angefangen. 15 Solarzellen. Geht sich nicht aus. Ab zum Farming. Aber ohne drauf zu gehen. Aber wie, wenn ich kein Sauerstoff habe? Schnell, schnell, schnell. External. Junge, gibst du Gas. Halt, Entladung. Was? Adle? Ja. Brauchen wir nicht halten mit dem Gas. Junge, du kommst gleich mal mit. Crashen wollen wir nicht. Die zwei nehmen wir noch mit. Anno 1800 lasst darunter, geil. Gibt es das irgendwo gratis oder was? Ich meine, ich hab's ja schon. Aber könnte man mal eine Multiplayer-Partie anreißen? Ich muss aber ehrlich sagen, da bin ich auch nicht so gut. Das habe ich einmal gespielt, da ging es gut. Im zweiten Versuch ging es nicht mehr gut. Sauerstoff geht mir schon wieder mal aus. Eieieiei, ob wir das schaffen. Eine Flasche haben wir ja noch. Eine Flasche haben wir ja. Das Fahrzeug hat auch keinen Sauerstoff. Vielleicht kann ich das Fahrzeug wenigstens mit Sauerstoff betanken. Das wäre ja noch ein Ding, ne? Okay.
feiert denn der jetzt herum hier? Stopp. Na. So, du machst das jetzt automatisch. Inventar. Achso. Ja, das kann ich sicher gleich mal reinpfeifen. Den Sauerstoff. Oxygen set. Nehmen wir sich auf, wenn es knapp wird. So, dann fürs mittlere Solarpanel. Ne, da mittlere Solarpanel. Genau, 15 Solarzellen. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Und jetzt genug Silizium? Ne. Oxygen low. Ja, haben wir so wenig Silizium dabei gehabt. Okay, was brauche ich jetzt fürs Kleine? Im Notfall muss ich den Einstrom drüben wegnehmen. Geht sonst nicht anders. 5 Solarzellen bekomme ich auch nicht zusammen. Ne, nicht mal eine. Gut, Notfall. Notfallprogramm aktivieren. Ich nehme jetzt einen weg und hoffe, dass es funktioniert. ja, Eingang. So, wo ist der Monitor? Zeigen wir mal. Kilowatt. Okay, 35 haben wir jetzt. Was war das jetzt? Der, okay, da bringt 0. Oxygen low. Okay. Oxygen set. External. Jetzt müsste ich ja eigentlich, was haben wir jetzt, Strom, der Sandsturm die Solarzellen verdeckt wahrscheinlich, okay. Das ist ein Problem. So. Tja. Für eine Folge wird es reichen. Ich hänge da jetzt leider. Ich habe keine Ahnung, wieso der Sauerstoff hier nicht zu mir weitergeleitet wird. Ich habe ja vom Wasser geredet vorhin, das Wasser kommt ja durch, aber es ist nur, der Tank ist nur voll, das ist alles. Was ist, wenn ich die Wasserversorgung abhänge? Bringt das was? Kann ich entweder nur Wasser oder Sauerstoff? Nee, das kann nicht sein. Ich hätte nur eines. Nee. Wieso produziert das Ding keinen Sauerstoff? Ah, Gott, jetzt weiß ich's. Ich bin anscheinend bei der Energieversorgung hängen geblieben
Aber die ist nicht das Problem. Oxygen set. Zumindest nicht von unserer Hütte hier. Tja, ich glaube, das wird jetzt mal nix. Oxygen set. External. Wenn uns hier eine Mütze schlafen können, genau, weil das Gerät einfach zu wenig Strom hatte. Nicht die Hütte hier, sondern das Gerät, da muss ich es einstecken. Kleiner Denkfehler. 15 Uhr und wir haben schon wieder keinen Strom. Aber ich will das trotzdem erstmal ausprobieren. Ich habe nicht genug Sauerstoff. Ich muss es zum Rover schaffen. Das gut geht. Ja, ich muss es versuchen. Ich muss definitiv auf External gehen. Oxygen set. Suit. Ist er. Warum habe ich das Teil nicht runtergefangen? Tür zu. Oxygen set. Rein. External. So. Ist sogar leicht schmutzig. Cool. So. Hier rüber spaziert. Sieht man gar nichts. Batterie scheint gut geladen zu sein. Sauerstoff, Erweiterung. Sehe ich jetzt. Komm hier. Außen 0. Verdammt. Ich habe keine Flasche mehr. Oxygen set. Suit. Nichts produzieren. Bin mir fast sicher. Aber wer hat denn nur? Kommt er einfach zu wenig? Okay, das heißt beim nächsten Turn, ich kann es ja mehr dann demnächst wieder abkratzen. Verdammt ist der Sturm laut. Was kommt denn da herum? Wenn ich reingehe, da zu fahren. Ja, dann wird es am besten sein. Oxygen set. External. Puh, danke schön. Hui, da sausen die Ohren. Wird es am besten sein, wenn wir in der nächsten Folge gleich mal damit starten, das Gerät mit ausreichend Strom zu versorgen, damit wir hier Sauerstoff haben. Das müsste dann eigentlich funktionieren. Ist halt jetzt ein Ding auf Zeit. Ich habe zu lange verschwendet. Es wäre vielleicht klüger, nochmal neu anzufangen, aber ich versuche es trotzdem. Vielleicht kann ich es ja durchziehen. Jetzt weiß ich ja, wo der Fehler liegt und dann werden wir das auch so machen. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich streame heute noch auf YouTube. Wer Lust und Laune hat, Frozenheim gibt es da heute ab 20:30 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht es gut, bleibt gesund. Alles Liebe. Baba.